Hallo meine Miezen, ein weiteres Video. Diesmal wieder mit einer Übung für euch oder für uns oder für alle. Und zwar geht es diesmal um Ausweichmanöver und wie finde ich eine Entscheidung, ob ich den Kampf fortführe oder nicht. Die erste Szene haben wir direkt hier. Wir sehen, der Feind hat mich gesehen, hat mich bereits angeschossen. Was sollte ich in diesem Moment also tun? Die richtige Entscheidung ist, nicht jetzt in den Kampf gehen. Also werde ich ausweichen und hoffen, dass er mir hinterherläuft. Und was macht er? Er macht genau das. Ich kann es sofort ausnutzen und ihn deswegen eine in den Rücken schlagen. Wenn ihr wisst, was ich meine. So, dann kommt hier direkt schon die nächste Situation. Es geht drauf und drüber. In diese Situation kommt ein Gegner, hat den Überraschungsmoment. Er weiß, wo er hingucken muss. Das heißt, er hat den Vorteil. Die richtige Entscheidung ist, ein Ausweichmanöver auszuführen. Das heißt, ich habe sofort gemerkt, wenn ich jetzt hier stehen bleibe, er zielt ja schon bereits auf uns. Das ist ziemlich sicher. Ich meine, wir nehmen gerade die Flagge ein, er weiß das, er hat wahrscheinlich sogar schon sein Visier am Anschlag und zielt auf uns. Die einzige richtige Entscheidung, die es da gab, war zu springen, aber nicht nur nach oben, weil das ist relativ einfach zu verteidigen. Der beste Sprung, den man machen kann, ist knapp an jemanden vorbei, vielleicht sogar noch drüber. Das irritiert die meisten Leute. Sobald es über einen Kopf hinweg geht, also wirklich viel Winkel entsteht, dann wird es schwer, das zu verteidigen. Und das ist genau das, was ihr da machen musstet. Weiterhin auf ihn zielen. Er bleibt hier offenbar stationär. Und wir müssen dann einen Sprungort führen, womit wir ihn irritieren. Das ist sehr, sehr entscheidend. Ganz so einfach ist es meistens natürlich nicht. Also es gibt auch Kämpfe, die kann man natürlich trotzdem verlieren, auch wenn man alles richtig macht. So läuft das. Es gibt auch Kämpfe wie diese hier, wo eigentlich habe ich alles falsch gemacht. Ich bin viel zu offensiv gegangen und bin nicht gestorben. Leider mache ich jetzt trotzdem einen Fehler. Den erwische ich super. Ich durfte nicht rauslaufen. Das war vollkommener Quatsch. Ich hätte weit warten müssen, gucken müssen, ob der mir hinterherläuft. Ist die meist schlauere Entscheidung. Habe ich leider nicht getan, aber was soll's. Aus Fehlern lernt man. Und besonders, wenn man sie analysiert. Das auf jeden Fall. Wenn ich großen anderen YouTubern zugucke, aber nicht großen, sondern guten anderen YouTubern, also guten Spielern bei besonders Call of Duty, sagen wir mal, dann fällt mir immer sofort auf, meine Güte, die können verdammt gut ausweichen oder die können verdammt gut einschätzen, ob es Sinn hat, den Kampf weiterzuführen. Ich finde das immer so beeindruckend. Die schießen auf jemanden los. Ich kann mir durchaus denken, dass sie den jetzt kriegen, drehen sich um und laufen weg. Und du bist so, also das ist ja komisch, dass sie das so gemacht haben. Aber warum eigentlich? Und sie haben einfach das Gefühl dafür. Ein Beispiel für, ich habe alles richtig gemacht, war eigentlich, habe ich den Kontakt genau richtig gesucht, bin gesprungen, habe es ihm schwer gemacht, mich zu erziehen. Er hat einfach unfassbaren Aim bewiesen. Was soll's, auch das ist vollkommen okay. Das ist nur wirklich das Problem. Dann haben wir hier einen wunderschönen Troll, der mich leider daran hindert, in diese Tür zu kommen. Ich wäre ziemlich sicher entkommen, aber boom, habe ich eine drüber bekommen. Nochmal zu den YouTubern. Das ist wirklich eine coole Sache, dass man denen das so ganz klar ansehen kann. Und das ist etwas, was man sehr schwer erlernen kann. Man kann darauf bewusst achten, auf jeden Fall. Aber es ist schwer und es ist viel Gefühlssache. Wie zum Beispiel hier. Hier sehe ich, oh Mann, er hat die eindeutig bessere Position. Er hat keinen einzigen Schuss abbekommen. Er weiß, wo ich bin. Ab zurück. Das hat keinen Sinn, diesen Kampf fortzuführen. Ich kann ihn eigentlich nur verlieren. Ich gehe nochmal zurück. So, dann sehe ich ihn. Oh, er steht da in diesem Waggon. Weicht aus. Ich habe ihn verletzt. Das heißt, diesmal renne ich ihm nach. Denn ich habe den Vorteil. Und ich bin schon einmal ausgewichen. Das heißt, er rechnet vielleicht nicht unbedingt damit. Leider hat mir der Vulcan den Kill geklaut. Und außerdem hat er mit einem Granatwerfer gespielt. Hätte es schlecht ausgehen können. Gut, dass es dann doch vielleicht der Vulcan war. Also wichtig ist, ihr müsst wissen, dass ihr euch als schweres Ziel darstellen müsst. Das ist entscheidend. Ihr müsst rumspringen, hinfallen, links und rechts ausweichen, nicht stationär bleiben. Das ist sehr, sehr wichtig. Stationär ist meistens die falsche Lösung, außer ihr wisst, ihr werdet ihn bekommen und es gibt keinen zweiten, der euch jetzt gerade erschießen kann. Also einerseits ein schweres Ziel sein und andererseits einschätzen können, kann ich diesen Kampf noch gewinnen? Hat das Sinn? Da es aber mit viel Gefühl und Erfahrung zu tun hat, ist das schwer beizubringen. Ich werde aber trotzdem mich bemühen, das runterzubrechen und vielleicht euch ein bisschen was zu zeigen. Miau.